Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben heute die Senatsverordnung zu den Corona-Regelungen überarbeitet. Wir haben die schon angekündigten Lockerungen der Auflagen beschlossen, die sich zunächst auf das beziehen, was in der letzten Woche auf Bundesebene vereinbart wurde. Das heißt, wir wollen jetzt beginnen damit, die Spielplätze zu öffnen. Wir wollen den Zutritt zu Museen ermöglichen und einige andere Ergänzungen in der Verordnung vornehmen, die dazu führen, dass wir wieder etwas leichter das öffentliche Leben bestreiten können. Und es sind natürlich auch wichtige Lockerungen dabei, die für die Familien mit Kindern eine Rolle spielen. Und wir haben zugleich eine Situation, in der wir jetzt zum ersten Mal beurteilen können, welche Auswirkungen die Maßnahmen gehabt haben auf das Infektionsgeschehen, die wir vor 2 Wochen umgesetzt haben. Das ist deswegen ein wichtiger Punkt, weil wir uns morgen erneut bundesweit über weitere Maßnahmen in der Corona-Krise verständigen wollen. Und die Verabredung war immer, bei den großen, wesentlichen Schritten zunächst das Infektionsgeschehen zu beobachten. Und das bedeutet, wir sind einerseits jetzt in der guten Situation, dass wir das beschließen konnten, was wir soeben beschlossen haben. Aber wir sind eben auch vorbereitet, morgen dann weitere größere Schritte zu unternehmen in den Bereichen Schule, Kita, Sport und, wie ich finde, auch Gastronomie. Das ist eine Branche, die sehr unter Druck ist. Und so wie die Infektionszahlen sich entwickelt haben, können wir uns sehr gut vorstellen, jetzt auch in diesem Bereich etwas weiterzugehen als das, was wir bisher haben, in der ja eine Situation, in der die Gastronomie im Grunde ja gar nicht tätig ist, bis auf ganz kleine Aktivitäten mit Take-out-Angeboten.